Leute, wir werfen heute einen Blick in Final Fantasy VII Snowboarding, gemacht mit der Unreal Engine. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Es hat natürlich jetzt hier den altbekannten, naja, Pixel-Stil auf jeden Fall, ne? Und wir starten direkt mal im Spiel, können uns natürlich jetzt hier einen Charakter aussuchen. Entweder spielen wir als Cloud, als Typha oder als Barret. Ich denke, wir werden mal den Cloud spielen. Und damit hier drei Strecken über abfahren können. Einmal Gletscherways, Crystal Tunnel, Pine Path. Wenn wir alle mal einmal spielen. Störung weiß ich jetzt nicht, wie die funktioniert. Aber wahrscheinlich auf BSD. Muss ich die. Ach, die Luftballons muss ich sogar einsammeln. Und ich springe auf einfach mal in die Luft. Wie springe ich denn? Ich muss doch den Luftballon da drüber bekommen, ne? Kann ich irgendwie springen? Muss doch eigentlich funktionieren. Ich meine, man muss auch die Luftballons da drüber kriegen. Also es muss doch eigentlich einen Sprungknopf geben. Naja. Versuchen wir mal einfach nicht zu sterben. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, ist das die Idee, ist das cool und außergewöhnlich. Das muss ich direkt einfach mal testen für meinen Kanal jetzt hier. Und hier ist es jetzt einfach mal. Für die Final Fantasy Fans unter euch. Ich habe es ja selber nie so gespielt. Aber ich fand es ganz interessant zum Anschauen und wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen Snowboard fahren und einfach mal so ein paar rote Bälle einsammeln. Ist jetzt nicht so das übelst krasse Spiel so, also ist vom Spielprinzip her und vom Gameplay her ist es ja auch nicht irgendwie wow, irgendwie total verrückt und gut und aber es ist halt einfach die Idee dahinter so ein bisschen, so dass man einfach ein paar Charaktere aus dem Final Fantasy VII Universum sich nimmt und daraus einfach so ein, ja, ein Snowboard-Spiel macht, ja, das hat was, das ist echt eine coole Idee auf jeden Fall. Und genau, das möchte ich ganz gerne mal zeigen und spielen. Wie lange geht denn die Strecke eigentlich? Gibt es hier irgendwo mal ein Ende, oder? Ich meine, die Strecke vorhin mit den ganzen war schon übel, da hatte ich ja kaum Platz zum Durchkommen. Sind jetzt gerade wahrscheinlich so lange wie ich jetzt hier irgendwann Game Over bin, gehe ich mal von aus. Wir haben jetzt 84 Punkte. Noch ist kein Ende in Sicht. Ja, auch die erste Strecke ist sehr monoton, ist wirklich sehr monoton. Gibt eigentlich gar keine Abwechslung, ist halt immer dasselbe. Dass die Gegner halt immer anders gespawnt werden hier an der Stelle. Aber ansonsten ist es jetzt hier gut Gletschern, ne, aber ein bisschen monoton auf Dauer. Aber es geht ja mehr oder weniger ums Ausweichen und ums Bälle sammeln und es erfüllt zumindest seinen Zweck hier an der Stelle. Oh Gott, wie viele. Mal gespannt, wie lange das jetzt hier noch geht. Oh, jetzt wird's heimtückisch. Jetzt wird's echt ein bisschen heimtückisch. Aber noch geht es, Leute. Noch ist es in Ordnung. Irgendwie muss man da irgendwo springen, weil die haben doch auch Ballons oben drauf. Oder ist das einfach nur so als Deko? Weil die haben auch eine rote Nase. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man gar nicht springen. Wahrscheinlich gibt es hier auch gar kein Ende, es ist einfach so ein Endlos-Run. Solange bis man irgendeinen Fehler macht, gehe ich mal von aus. Und der wird bestimmt irgendwann eintreffen. Aber noch, wie gesagt, noch geht es. Ich glaube, so auch die anderen Strecken werden sich auch nicht. Ja, krass. Also, werden wahrscheinlich einen ähnlichen Aufbau haben. Na, wie lange schaffe ich das jetzt hier noch? Wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde oder so. Aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, das eine halbe Stunde zu machen. Klar, will man sich auch selber so ein bisschen herausfordern. Und möchte so weit es kommen, wie es so geht, ne? Aber
irgendwann bockt sich das halt auch nicht mehr so irgendwie, ne? Oh, da bin ich eingelenkt. Bisschen zu stark. Exit to Main Menu. Dann werden wir jetzt mal mit Typha auf Crystal Tunnel spielen. Sieht sehr verlockend aus, ja. Oh ja, guck mal, müssen wir jetzt hier den Kristallen ausweichen und ein bisschen blaue Ballons sammeln. Und die Musik ist wesentlich cooler. Also die Strecke gefällt mir auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Oder mehr. Finde ich gut. Auch die Farben. Mag die Farben. Da, 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 da. Gucken, wie weit wir mit Typha kommen. Oder tiefer. Na, kann ich euch so auch mal alle Charaktere zeigen, weil nur mit Cloud zu spielen ist zwar cool, aber das wäre ein bisschen, also für den kommt wenig Content, den das Spiel ja hat, möchte ich wenigstens alle mal zeigen, wenn man schon alle Charaktere einmal spielen kann. Dann denke ich, bietet sich das eigentlich ganz gut an. Oh, jetzt platzieren sie aber hier ganz schön viele Kristalle. Ihr Schlingel. Natürlich könnte man jetzt dementsprechend auch nur ausweichen und versuchen, gar keine Ballons einzusammeln, aber es wäre ja auch, ein bisschen langweilig, oder? Vor allem, wenn die Ballons so ekelhaft vor den Kristallen platziert sind, dann sieht man die ja halt auch nicht. Oh Mann. Okay, dann spielen wir nochmal mit dem letzten einmal. Mit Barret. Pine Path. Direkt vom gespawnten Baum. Na geil. Boah, was ist das für ein Koloss, ey. Hier ist doch wenigstens mal das Board von dem. Und Cloud, das hat man ja gar nicht gesehen. Ja. Warum diese scheiß Hitbox? Aber es ist immer zufallsgeneriert, ne? Das finde ich cool. Überall diese blöden Tannen. Ich finde irgendwie, ist, glaube ich, das ist ein Prototyp, sagen wir mal ehrlich. Könnte cool werden, wenn sie dann dementsprechend nochmal ein paar Sachen hinzufügen, denke ich. Die Idee ist ja ganz cool. Naja, gut. Ich denke, das soll es somit erstmal gewesen sein. Da sind immer die Credits hier dementsprechend. Option kannst du noch ein bisschen was ändern. Ja, aber in diesem Sinne, Leute, danke ich euch fürs Zusehen. War mal interessant zu sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.